Vielen Dank. Willkommen zu Film Nummer 4, der Knusperverstärker von Böttcher Productions. Dirk Böttcher aus Hamburg. Noch 7 Stunden bis zum Feierabend. Guten Tag, Tag. Ich habe da eine großartige Erfindung, die ich Ihnen unbedingt zeigen muss. Ich nenne sie den Knusperverstärker. Ehrlich? Damit sind Sie hier der Erste. Na, dann zeigen Sie mal her. Zuerst ohne den Knusperverstärker. Quasi als Referenz. Schmeckt wie bei mir zu Hause. Die Milch könnte allerdings etwas kälter sein. Und jetzt der Vergleich. Das wird Sie umhauen. Das ist mein Knusperverstärker. Ich will Ihnen das mal erläutern. Der Knusperverstärker ist eine kalorienfreie Getreideflockenlösung, halbdurchlässig und nicht osmotisch. Sie kann also so die Flocke umhüllen und verhindern, dass sie von Milch durchdrängt. So, dann muss ich noch dieses Formular hier ausfüllen. Knusperverstärker, sagten Sie. Und Ihr Name? Egidius Rombatz. Ich weiß, das ist ein ungewöhnlicher Name, aber ich kann Ihnen das mal näher erläutern. Und das funktioniert nicht nur bei Cornflakes. Man könnte das in Kartoffelchips mischen oder in Kekse oder Schokolade. So, damit hätten wir es. Hier ist Ihre Kopie der Patentanmeldung und... Ich lasse Ihnen mal eine Flasche Bier. Hier. Das ist die Bedingung. So. Und wann bekomme ich Geld? Nicht von uns. Wenn sich jemand für Ihre Erfindung interessiert und diese für ein Produkt verwendet, welches er vermarktet, dann stehen Ihnen grundsätzlich... Aha. Na, das müssen wir jetzt nicht klären. Mir fällt gerade ein, ich habe noch etwas in meinem Automobil vergessen. Eine zweite Erfindung. Was für ein Stress. Das hier ist noch viel besser. Und das wäre? Ein Zeitschleifeninitiator. Sehen Sie, Sie müssen nur hier an dem Rädchen drehen und die Deltazeit einstellen. Und wenn Sie hier den Knopf drücken. Das hier ist noch viel besser. Und das wäre? Ein Zeitschleifeninitiator. Sehen Sie, Sie müssen nur hier an dem Rädchen drehen und die Deltazeit einstellen. Und wenn Sie hier den Knopf drücken. Das hier ist noch viel besser. Und das wäre? Ein Zeitschleifeninitiator. Sehen Sie, Sie müssen nur hier an dem Rädchen drehen und die Deltazeit einstellen. Und wenn Sie hier den Knopf drücken. Das.
Ja, erstmal sah es nach dem langweiligsten Job der Welt aus. Ich muss sagen, nachher habe ich ihn dann doch ein bisschen beneiden können. Ich fand, war schon ganz schön spannend, was er da hinten im Hinterzimmer und im Kellerchen hatte. Und ich muss sagen, ich habe schon viele, viele Filme in meinem Leben gesehen, wo Zeitreisen oder Zeitschleifen eine Rolle spielen. Und ich finde, die sind meistens immer logischen Fehlern unterworfen. Und ihr habt zum ersten Mal in der Filmhistorie gezeigt, wie das dann wirklich läuft mit Zeitschleifen. Genauso stelle ich mir das dann eigentlich vor. Vielleicht gibt es ja einige Metaphysiker im Saal, die das jetzt widerlegen könnten oder würden. Aber ich finde, so müsste es sein in jedem anderen Kinofilm. Wunderbar. Also ich habe auch wirklich gelacht, sehr schön, sehr, sehr unterhaltsam, sehr lustig, Liebe fürs Detail. Und den Keller hätte ich auch gern mit dem Hochbeamen und so weiter und so einem Zeitschleifeninitiator könnte ich auch manchmal gebrauchen. Aber am besten fand ich eigentlich noch die Fliegen und ich finde es super, dass ihr sie für heute Abend oder für heute Nachmittag zensiert habt. Ganz groß. Ja, also um das Büro beneide ich den Herrn auch, das muss ich ehrlich sagen. Ja, ansonsten, was mir gefällt daran, ist eigentlich eine ganz kleine Idee, eine kleine Geschichte, aber einfach so super gemacht. So hat man es auch noch nicht gesehen und ich gebe dem Kommentar mit der Zeitschleife recht, weil logisch zu Ende gedacht, könnte man diesen Film ja jetzt noch 60 Minuten weiterschauen. Irgendwann ist es dann vielleicht ausgereizt, aber so hatte er genau die richtige Länge. Und Kellogg sollte da ja unbedingt als Sponsor mit einsteigen, würde ich auch mal sagen. Also den Abspann fand ich doch, ja, Knusperverstärker sollte man vielleicht einfach mal versuchen. Das Filmteam, ist das da? Ja, hier. Da, wunderbar. Ich habe nämlich mich gerade neulich selbst gefragt, warum Fliegen immer um die Lampe kreisen, selbst wenn die Lampe nicht an ist. Kannst du mir die Frage beantworten? Das wurde zensiert. Okay, gut. Ich muss dazu sagen, der Film hat mit zwei Versionen des Films geschickt, eine unzensierte. Ich fand aber die zensierte viel witziger. Und als nächstes sehen wir Film Nummer 5, Lecker Schmackofatz von Knauser.